Hallo liebe Radfreunde und guten Morgen. Wir haben heute Samstag, den 18. Mai 2024. In einer Woche startet meine Radreise in Richtung Frankreich und ich habe mir überlegt, heute eine Tagestour nach Cuxhaven zu machen. Ja, es geht mir darum, einfach zu gucken, wo ich fitnessmäßig stehe. Es soll eine relativ sportliche Tour werden. Ja, es ist alles soweit angerichtet. Auf geht's. Ja, noch keinen Kilometer gefahren und schon wäre ich das erste Mal ausgebremst. Die Schranken sind hier geschlossen. Ja gut, müssen wir jetzt abwarten. Dann wird jetzt hoffentlich gleich ein Zug kommen und dann geht's weiter. Ja, ihr seht, es ist noch dunkel. Wir haben jetzt kurz vor 4 Uhr. Also der frühe Vogel ist wieder unterwegs. Heute mal ganz früh. Ja, bis es hier dämmert, wird jetzt ungefähr eine Stunde vergehen. Das heißt, ich werde hier zum Anfang jetzt kaum filmen. Die ersten 5 Kilometer habe ich auf der Uhr. Ich bin jetzt hier in Hamburg-Moorburg. Auf dem Moorburger Elbdeich. Läuft gut bisher. Gefahren jetzt 10 Kilometer und ich bin hier in Hamburg-Frankop. Ich musste mal jetzt hier anhalten. Ich konnte einfach nicht anders. Schaut mal dieser Anblick hier. Ich bin jetzt hier in Hamburg-Neuenfelde und gefahren bis jetzt. Jetzt gucken, 15 Kilometer. 18 Kilometer gefahren und ich bin jetzt hier in Hove. Der Blick in Richtung Sonnenaufgang. Es geht jetzt hier in Richtung Altes Land. Was heißt in Richtung? Eigentlich bin ich schon am Anfang des alten Landes. Ich fahre jetzt hier parallel zur Este. Das ist ein Nebenfluss der Elbe, die ist hier rechts hinter dem Deich. Und die werden wir dann gleich queren. Der Blick auf die Este. Ich halte mal kurz an, mache mal ein Foto hier. In Königreich bin ich jetzt gefahren, 22 Kilometer. In York bin ich jetzt gefahren, 25 Kilometer. Ja, wir haben es 5 Uhr und auf den Straßen ist schon erstaunlich viel los, finde ich. Ja, jetzt hier im Zentrum von York, hier ist dann so ein Kreisverkehr. Und für mich geht es jetzt hier rechts rum. Ja, für mich immer die schönste Zeit des Tages, wenn so der Morgen erwacht oder der Tag erwacht. Zur heutigen Tour. Ich habe mir heute vorgenommen, nach Cuxhaven zu fahren. Ursprünglich war mein Plan gewesen, wir haben mit Pfingsten eine Radtour zu machen mit Campingübernachtung, aber das Wetter soll ihn doch morgen und übermorgen sehr unbeständig werden. Und dann habe ich jetzt umdisponiert und mache dann heute eine Tagestour nach Cuxhaven. Entfernung wird sein ungefähr 130 Kilometer etwa. Und die will ich dann doch recht sportlich absolvieren. Ja, nächste Woche starte ich zu einer Radreise in Richtung Frankreich. Und da soll die heutige Tour ein Gradmesser sein in puncto Fitness. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, gefahren bis jetzt
fahren bis jetzt 27 Kilometer. Ich bin jetzt hier noch am Rande von York, fahre in Richtung Elbe. Zum Wetter heute, Start bei 14 Grad. Jetzt ungefähr, glaube ich, müssten etwa 13 Grad sein. Also wir haben jetzt den Tiefpunkt erreicht, temperaturmäßig. Und es geht dann rauf auf 21 Grad. Es wird freundlich sein, trocken, größtenteils sonnig. Und das erste Mal der Blick zur Elbe hier. Ja, ich habe jetzt hier den Elbe-Radweg erreicht. Und diesem werden wir jetzt wahrscheinlich größtenteils bis Cuxhaven folgen. Aber was heißt größtenteils? Ich glaube fast ausschließlich, dass ich dem folgen werde. Rechts die Elbe. Voraus der Elbdeich. Und nach links der Blick ins alte Land. Ja, da fährt man so lang hier und dann sieht man die AIDA auf dem Weg nach Hamburg. Jetzt kommt die Sonne raus hier und nochmal ganz hinten der Blick zur AIDA. Was für Bilder schon wieder hier. Einfach irre. Ich bin jetzt hier auf dem Lühe-Sperrwerk. Ich drehe da mal eine kleine Runde hier entlang an der Elbe. Also hier rechts einmal das Lühe-Sperrwerk mit der Klappbrücke. Und der Blick auf die Elbe. Ganz, ganz hinten sieht man nochmal die AIDA, aber ich glaube, mit der Kamera wird es jetzt schwierig werden langsam. Aber der Sonnenaufgang hier, hervorragend. Na, hier ist dann der Lühe-Anleger. Von hier fährt die Fähre nach Schulau. Also Schulau, Wedel zum Willkommenhöft. Ja, gefahren jetzt 33 Kilometer und es geht jetzt für mich jetzt hier weiter in Richtung Stade. Aber direkt nach Stade komme ich dann heute nicht. Ich habe jetzt hier das Elbufer verlassen erstmal. Ja, hier rechts sieht man das AKW Stade. Ist aber schon länger außer Betrieb. Es geht jetzt hier über die Schwinge rüber.
Ist auch ein kleiner Nebenfluss der Elbe. Und hier mal der Blick in Richtung Stade. Hinter der Schwinge-Klappbrücke geht es hier erstmal an der Landstraße entlang. Ungefähr so 2 Kilometer, würde ich jetzt schätzen. Ja, und gefahren bin ich bis jetzt 45 Kilometer. Ja, ich bin jetzt hier in Kehdingen und bin hier an dem Bäcker vorbeigefahren, der hier morgens kurz nach 6 Uhr schon geöffnet hatte. Ja, hab mir dann gleich noch ein klein bisschen Proviant geholt. Dann ist die Pause gerettet. Schöner Ausblick hier. Toll. Ja, es geht jetzt hier nach Krautsand. Krautsand ist so eine Art Elbinsel oder eine Insel. Einfach schön. Wo geht es jetzt lang? Hier, ja. Ich bin hier noch auf der Insel Krautsand unterwegs. Ja, in ungefähr so 1 bis 2 Kilometern müsste dann der Ort Krautsand kommen. Und da mache ich dann auch eine Frühstückspause. Dann habe ich auch etwa die Hälfte der Tour geschafft. Hier links hinter der Hecke ist der Campingplatz Krautsand. Ich habe hier mal vor 2 Jahren bei einer Wochenendtour eine Campingübernachtung gemacht. Ich kann den Platz hier gut empfehlen. Ist auch gar nicht so stark belegt, wie ich dachte. Mal der Blick hier vom Deich auf den Campingplatz Richtung Zeltwiese. Da, wo das türkisfarbene Zelt steht, da hatte ich damals auch meinen Platz gehabt. Ja, schon wieder 2 Jahre her. Gibt es auch ein Video von. Ja, ist so ein sehr, sehr schöner Ort, um hier zu verweilen. Etwas, na gut, etwas zugewachsen der Blick auf die Elbe. Aber sehr schön. Sehr viel Natur hier. Ja, mal der Blick hier in Richtung Elbe. Ja, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen zugewachsen, der Elbblick, aber ich habe nachher noch einen längeren Abschnitt, wo ich neben der Elbe herfahre. Das war jetzt hier meine Pause im Krautsand. Es geht dann jetzt weiter in Richtung Cuxhaven. Nächster größere Ort wird dann Wischhafen sein und dann geht es über Freiburg am Ostersperrwerk vorbei. Otterndorf nach Cuxhaven. Bis dahin sind es noch ungefähr 65 Kilometer. Der kürzeste Weg Richtung Wischhafen wäre jetzt einfach hier geradeaus am Deich entlang. Aber
Es kommt dann ein Sperrwerk. Und dieses Sperrwerk hat die Eigenart, dass es bis auf wenige überschaubare Zeiten für Fußgänger und Radfahrer geschlossen ist. Also falls ihr mal jetzt hier langfahrt den Elberadweg Richtung Cuxhaven, informiert euch vorher, ob das Sperrwerk dann geöffnet hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr hier schon von der Elbe weg in Richtung Cuxhaven. Ist aber auch ausgeschildert. Das ist denn hier der Ort Krautsand noch. Und es geht dann jetzt nicht am Deich, sondern hier diese Straße entlang in Richtung Cuxhaven. Ja, hier ist dann jetzt Dornbusch. Und hier ist dann jetzt die Brücke, über die wir Krautsand wieder verlassen. Die nächste Querungsmöglichkeit in diese Richtung wäre erst wieder am Sperrwerk. Aber es hat um diese Zeit geschlossen. Kopfsteinpflaster, juhu! Darf nicht fehlen. Bis wir schaffen noch 5 Kilometer und dann wird es hier die ganze Zeit an dieser Straße hier entlang gehen. Und nach 72 Kilometern sind wir in Cuxhaven. Ich bin jetzt wieder raus aus Cuxhaven. Ja, es ist hier die Straße zur Fähre. Hier verkehrt ja die Elbfähre zwischen Cuxhaven und Glückstadt. Davon sieht man schon den Rückstau. Und für mich geht es jetzt hier nach links in Richtung Freiburg. Hier kann man mal das Sperrwerk sehen nach Krautsand. Die Brücke ist geöffnet, also hochgeklappt. Das heißt übersetzt für Fußgänger und Radfahrer geschlossen. Ich weiß nicht, wann die heute aufmacht. Ich glaube so gegen 11 Uhr oder so. Ja, da bin ich jetzt hier in Freiburg. Freiburg an der Elbe. 80 Kilometer gefahren und das geht jetzt gleich hier rechts über den Deich rüber. Die Straße eben, die hieß auch über den Diek, über den Deich. Schaut mal diesen Anblick hier. Das hier halb rechts gegenüber müsste das AKW Brockdorf sein. Das könnte euch auch ein Begriff sein, denke ich mal. Ja, die Elbe ist schon sehr breit. Ich werde jetzt hier immer an der Elbe entlang fahren. Also auch mit Blick aufs Wasser. Und das Ganze bis zur Ostemündung. Also der Weg ist jetzt doch auf die andere Seite des Deiches geführt worden. Also nichts mit Elbblick. Aber hier links endlose Weiten. Ja, viel sehen kann ich euch jetzt hier nicht. Ich kann jetzt zwar für mich die Natur genießen, mache ich auch. Aber so was Spektakuläres für die Kamera ist jetzt hier nicht dabei.
wo kommst du denn her? Ich bin jetzt hier etwa auf Höhe der Ostermündung. Die ist jetzt hier hinter dem Deich. Etwa da, wo das Häuslein ist. Ja, voraus kann ich schon das Oster Sperrwerk sehen. Und wenn ich es hier richtig erkenne, ist die Brücke geöffnet. Also geöffnet heißt hochgeklappt und somit für mich geschlossen. Ist jetzt die Frage, ob es jetzt nur für den Augenblick ist oder ob es jetzt dauerhaft ist. Mal schauen. Also wenn es dauerhaft ist, dann habe ich jetzt einen schönen Umweg gewonnen. Ist dann so. Ja, im letzten Jahr, im Juli, bin ich hier den Osterradweg gefahren und da war hier oben, war die Tour zu Ende mit einem schönen Blick auf die Ostermündung. Da gibt es auch ein Video drüber. Ich verlinke es euch mal. So, haben wir die 100 gleich geschafft. Kilometer bis jetzt. Ja, das scheint hier dauerhaft zu sein. Ja, das Ostersperrwerk hier. Und dort voraus ist dann die Ostermündung in die Elbe. Und für mich geht es jetzt hier zurück. Die Straße runter bis nach Hörne. Und da musste ich mich rechts halten. Und dann werde ich dann die nächste Osterbrücke dann nehmen müssen. Ja, jetzt geht es hier ein Stück gegen den Wind. Ist aber nicht sehr stark, also es geht noch. Ich bin jetzt hier an der Landstraße zwischen Hörne und Neuhaus. Es geht jetzt hier an der Landstraße entlang. Auf einem separaten Radweg. Und kurz vor Neuhaus geht es jetzt hier über die Oste rüber. Jetzt bin ich hier an der B73. Ist jetzt hier ein bisschen turbulent. Ja, bis kurz vor Otterndorf werde ich hier an der B73 bleiben jetzt. Und dann wird es auch wieder ruhiger. Und ich bin in Belum gefahren, 114 Kilometer bis jetzt. Ja, ich hätte jetzt der Umleitung folgen können, dann wäre ich jetzt hier von der B73 weg gewesen. Wäre einen riesen Umweg hier rechte Hand gefahren, um dann doch wieder hier raufzukommen bei der Elbe-Radweg. Der müsste jetzt gleich von rechts hier auf die B73 führen. Dann wäre es ohnehin hier lang gegangen. Und das habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt hier. Ja, hier ist jetzt der Punkt, wo der Elbe-Radweg rausgekommen wäre. Und dann hätte man hier ohnehin an der B73 weiterfahren müssen. Aber nicht lange, vielleicht 3 Kilometer oder so. Und dann geht es wieder rechts weg. So, wir haben da wie gesagt auch Strecke gefunden. So, dann geht es jetzt weg von der B73. Einmal rechts rum Richtung Otterndorf. Als jetzt die B73 verlassen haben, da war jetzt Otterndorf noch mit 4,9 Kilometer ausgeschildert. Es geht hier an einem Kanal entlang und in Otterndorf werden wir dann das erste Mal die offene Nordsee sehen. Der ganze Kanal voller Ruderboote und auch viele Zuschauer hier rechts. Ich weiß nicht, ob es hier so eine Art Regatta wird oder... Aber es ist eine Art Wettbewerb hier. Also die beiden Boote hier sind zusammen gestartet.
Mit Begleitbo, da sind immer so Zweierrennen, so wie es aussieht. Ja, das ist ein ziemliches Gewusel hier. Ja, jetzt wird es wieder ruhiger hier. Aber man musste ziemlich aufpassen bei dem Gewusel eben. Und Otterndorf. Gefahren 120 bis jetzt. Ja, vorne etwa Höhe ist hier ein Lauf beim Ruderwettbewerb. Da war in Cuxhaven ausgeschildert mit 17 Kilometern. Es geht jetzt hier den Deich hoch. Aber ich sehe schon mehr als ihr. Kamera ist noch nach unten gebeugt. Und Teterete, die Nordsee. Ja, mal der Blick vom Deich hier. Das ist der Yachthafen. Hier gerade so das Ahoi von Steffen Hensler. Und der Blick zur offenen Nordsee. Den Blick zur Nordsee haben wir schon mal. Ich schwinge mich jetzt aufs Rad und nehme dann jetzt die letzten 15 Kilometer bis Cuxhaven in Angriff. Auf geht's! Hier links ist dann so ein großes Campingareal. Und es geht jetzt hier immer parallel zur Küste entlang. Ja, jetzt geht es hier am offenen Meer entlang. Oder sollte man nach Elbe sagen? Offiziell ist die Elbmündung ja vorne an der Kugelbrake. Also hinterm Zentrum von Cuxhaven, von hier aus gesehen. Aber wenn man guckt, das ist offene Meer. Dann sage ich einfach mal Nordsee dazu. Ja, man fährt hier zwischen den Schafen entlang. Hier ist doch kein Zaun oder so. Aber wenn man halbwegs wachsam bleibt, dann sollte das kein Problem werden. Ich bin erstmal ein bisschen weg von der Küste jetzt. Ich glaube, ran kommen wir auch nicht mehr. Im Hintergrund, was da so liegt und steht, das sind Komponenten für Windräder. Da sieht man die einzelnen Rotoren. Das ist schon sehr beeindruckend. Hier kann man nochmal die Rotoren sehen. Ja, hier so rechts von mir sind so die ganzen frisch verarbeitenden Betriebe. Also es riecht ja auch nach Fischverarbeitung, mein lieber Mann. Der hält sich in die Nase zu gegenüber. Ja, gut, ist dann so. So, und hier ist dann der Fischhandel. Also Fischgeschäfte, Restaurants, Imbisse. Alles rund ums Thema Fisch. Und dann sind wir hier am Ziel. Ich habe die Navigation bis zum Hauptbahnhof eingestellt. Der ist jetzt hier links. 137 Kilometer gefahren. 130 waren geplant, aber ihr habt es ja gesehen, das oberste Sperrwerk war ja gesperrt. Das ist ja auch ein Sperrwerk. Klar. Und deswegen noch ein paar mehr Kilometer. Aber es tat der Freude keinen Abbruch, dem Fahrspaß, wie auch immer.
Ich habe mir jetzt die Fahrradkarte geholt. Gut, ein Zug nach Hamburg fällt jetzt aus. Dann wird es der Nachwehren, die fahren hier stündlich die Züge. Das ist jetzt für mich kein Problem. Was mich denn nur nervt, der wird dann ziemlich voll sein. Der nächste Zug, wenn der vor jetzt ausfällt. Aber gut. Das war sie jetzt, meine Tour von Hamburg nach Cuxhaven. Ja, am Ende waren es dann 137 Kilometer laut meinem Sigma. Bei bestem Radlerwetter, Start bei 13, 14 Grad etwa. Jetzt haben wir um die 20 Grad, 20, 21 vielleicht. Die Sonne strahlt, der Andi strahlt. Es hat richtig Spaß und Laune gemacht. Und ja, die Tour sollte auch ein Fingerzeig werden bezüglich meiner Fitness. Weil nächste Woche steht meine Radreise nach Frankreich an. Und ich würde sagen, die Operation ist gelungen. Also ohne Ausfallerscheinung oder sonst irgendwas die Strecke bewältigt. Dann kann es dann nächste Woche losgehen. Freue ich mich schon ganz doll drauf. Ja, wie geht es weiter? Ich habe jetzt noch, wie gesagt, gut eine Stunde Zeit, bis mein Zug nach Hamburg fährt. Den werde ich dann nehmen. Und dann steht ja noch Pfingsten vor der Tür. Ja, mal gucken, da werde ich auch noch mal ein, zwei Touren machen, aber nicht so groß wie heute. Aber da wird es auf jeden Fall was geben. Ja, also ich bin glücklich damit, wie die Tour gelaufen ist. Wieder eine wunderschöne Radtour. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.